Rollrasen zu verlegen ist nicht wirklich kompliziert. Das Projekt sollte aber auch nicht unterschätzt werden, da die Vorbereitungen recht anstrengend sein können. Die Arbeitsschritte. Zunächst wird der Boden gelockert und grob planiert. Danach folgt das sogenannte Feinplanum, also das feine Planieren der Fläche. Anschließend wird der Rollrasen verlegt. Damit ein Rasen richtig schön grün wird und vor allem auch gesund bleibt, sollten Sie vor dem Verlegen den Boden analysieren. Zu lehmiger Boden lässt den Rasen nicht anwachsen. Hier ist der Boden zwar nicht lehmig, aber dennoch recht fest. Stefan bringt deshalb etwas Sand ein. Der Sand lockert den Boden und erhöht die Wasserdurchlässigkeit. So vermeiden Sie Staunässe. Die mag der Rasen nämlich gar nicht. Für eine ausreichende Nährstoffversorgung wird dem Boden eine nährstoffreiche Pflanzenerde untergemischt. Alternativ können Sie hierfür auch Ihren Kompost verwenden. Damit sich die unterschiedlichen Böden auch ordentlich vermischen, muss der Boden nun gelockert werden. Verwenden Sie dafür am besten eine Motorfräse oder einen Spaten. Letzteres ist aber bei großen Flächen oder zu harten Böden eine ganz schöne Plackerei. Deshalb lieber eine passende Maschine bei Obi mieten. Vergessen Sie bei der Arbeit mit Maschinen nicht, die entsprechende Schutzkleidung zu tragen. In diesem Fall müssen Ohrenschützer, Schutzbrille und Mundschutz getragen werden. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit der Motorfräse, sie hat ordentlich Kraft. Anschließend werden alle groben Objekte wie Steine oder Wurzeln aus dem Boden entfernt. Schließlich soll der Rasen später keine Buckelpiste werden. Um den Boden zu verdichten, wird die Fläche nun mit einer Rasenwalze abgewalzt. Diese können Sie im Obi-Markt mieten. In unserem Fall wird die Rasenwalze erst vor Ort mit Wasser gefüllt, um auf das nötige Gewicht zu kommen. Das ist vor allem für den Transport ein großer Vorteil. Dann wird gewalzt. Einmal längs und einmal quer. Die verdichtete Fläche wird nun wieder aufgelockert. So entsteht das sogenannte Feinplanum. Nehmen Sie sich für diesen Schritt Zeit und kontrollieren Sie, ob die Fläche wirklich gerade ist und nicht einer Buckelpiste gleicht. Denn alle Unebenheiten, die jetzt noch in der Fläche sind, werden auch später zu sehen sein. Das Wetter ist beim Verlegen von Rollrasen ein wichtiger Faktor. Der Boden darf nicht matschig sein, aber auch nicht zu trocken, sonst geht der Rasen ein. An heißen Tagen sollte die Fläche einige Stunden vor dem Verlegen gut gewässert werden, sodass sie leicht feucht ist, aber keine Pfützen darauf entstehen. Die Fläche, auf die der Rollrasen gelegt wird, sollte 2 cm unterhalb von Mähkanten oder Terrasseneinfassungen liegen. Da der Rollrasen selbst ca. 2 cm stark ist, wird so am Ende ein bündiger Abschluss erreicht. Vor dem Verlegen wird die Fläche gedüngt, damit der Rasen von Anfang an mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt wird. Hierfür sollten ca. 20 Gramm Dünger pro Quadratmeter ausgestreut werden. Das ist in etwa eine Handvoll. Nun kann der grüne Teppich ausgerollt werden. Die erste Bahn sollte bündig an der Einfassung beginnen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bahnen gerade ausrollen und zu den Seiten keine Lücken lassen. Wichtig ist, dass die Nahtstellen, also die Übergänge von Bahn zu Bahn, eng aneinander liegen, damit der Rasen hier nicht austrocknet. Wenn von einer Rolle am Ende noch etwas übrig ist, kann sie mit einem Cuttermesser abgeschnitten werden. Mit dem Reststück wird dann eine neue Bahn begonnen. Das spart Material, stellt aber zudem sicher, dass die Rollen im Versatz liegen und keine Kreuzfugen entstehen. So wächst der Rasen besser an. Um die frisch verlegten Rasenrollen und die fein planierte Fläche nicht zu beschädigen, sollten Trittbretter ausgelegt werden. Die verteilen den Druck beim Laufen gleichmäßig und es kommt zu keinen ungewünschten Kuhlen. Yeah.
Wenn noch kleine Ecken ausgefüllt werden müssen, sollte darauf geachtet werden, dass die Rasenstücke nicht zu klein werden. Je kleiner das Rasenstück, desto höher das Risiko, dass es nicht anwächst. Deshalb lieber ein großes Stück hinlegen, drumherum ausschneiden und dieses einpassen. Zum Schluss den Rasen noch einmal abwalzen, um einen guten Bodenschluss, also eine feste Verbindung zwischen Rasen und Erdreich herzustellen. Den Rasen nun 2 Wochen lang nicht betreten und täglich mindestens 3 bis 4 Mal kräftig wässern. Bei starker Hitze und hoher Sonneneinstrahlung gießen Sie bitte erst nach Sonnenuntergang, sonst verbrennt Ihnen Ihr schöner neuer Rollrasen. 20 Liter pro Quadratmeter sollten auf den Rasen fließen. Falls Sie keine Lust haben, mit einem Litermaß zu gießen, schauen Sie anfangs an einer Ecke unter den Rasen. Ist das Rollrasenstück durchnässt? Haben Sie genug gewässert? So bekommen Sie ein Gefühl für die richtige Wassermenge. Nach den 2 Wochen sollte der Rasen angewachsen sein und die Bewässerung kann auf ein Normalmaß reduziert werden. Nach ca. 4 Wochen ist der Rasen voll belastbar. Viel Spaß mit Ihrem neuen Rasen!